قال المصنف يسكم زي فيه لشونة أثر. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم يشتد وأنهم وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. إمام مالك sagte: Ich erreichte die Leute dieses Landes, also die Bewohner in Al-Medina, und sie verabscheuten, dass viele diskutieren, worauf sich die Menschen heute befinden. Und Imam Malik, rahimahullah, er war ein Spezialist. Und einfach seine Umgebung war sehr besonders. Er hat in der Prophetenstadt Al-Medina gelebt. Er ist niemals verreist. Es wird gesagt, er ist vielleicht zur Hajj gegangen, ansonsten ist er nie verreist. Er wollte immer in seiner Stadt bleiben. Und wen hat er angetroffen? Er hat angetroffen die großen Tabi'un, die Schüler und die Kinder und Söhne der Sahaba. Und das sind zweifelsfrei die besten Menschen gewesen in seiner Zeit. Und diese verabscheuten, dass viele diskutieren. Und er erwähnt hier, dass es in seiner Zeit bereits so war, dass manche Leute oder viele Leute viel sprechen wollten, viel diskutieren wollten. Und heutzutage, wenn man sich trifft, man redet, mashallah, 2 Stunden, 3 Stunden. Wenn du mit jemandem sitzt und er redet nicht, man hat ein komisches Gefühl, weil man kennt das nicht. Vor allem, wenn man zum Beispiel zu zweit oder zu dritt ist. Oder zu viert. Und der eine redet nicht. Ja, was ist mit dir los? Warum redest du heute nicht? Und das wird als etwas Negatives aufgenommen. Und ich habe von unserem Sheikh Abdullah Sa'ad gehört, wie er über seinen Sheikh Abdullah Tuwaijiri, der Muhaddith von Najd, er ist vor ungefähr 30 Jahren gestorben, er sagt, dieser Mann hat niemals geredet. Er saß in seinen Sitzungen, die Schüler sind gekommen und er saß und hat Dhikr gemacht. Wenn er gefragt wurde, hat er geantwortet. Ansonsten, er hat niemals geredet. Und ähnlich ist auch unser Sheikh Abdullah Sa'd. Er redet nicht sehr viel. Manchmal bin ich mit ihm unterwegs, sehr lange unterwegs, und er redet wenige Worte. Und heutzutage ist das eine fremde und eine seltene Vorgehensweise, dass man nicht redet. Vielmehr, man muss reden und man muss viel quatschen und viel. Und dazu kommen wir inshallah später nochmal zu diesem Wort, was ich gerade gesagt habe. قال وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم أو مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر أو يهدر في كلامه. Und er, also Malik, sagte auch, oder er tadelte, dass viele sprechen und das Geben von Rechtsurteilen. Und er sagte, manch einer von ihnen spricht so viel, als wäre er ein gieriger oder ungezügelter Kamelhengst. Er sagt, das ist so und jenes ist so, und er tobt sich beim Sprechen, oder er tobt und überstürzt sich beim Sprechen. Und dann sagte er weiter: وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلم يأته في ذلك جواب. Und er verabscheute die Antwort auf viele Fragen und pflegte zu sagen, Allah sagte, und sie fragen dich nach dem Geist. Sag, der Geist ist vom Befehl meines Herrn. Er sagte, und es wurde ihnen hierbei nicht geantwortet. Was ist mit Geist gemeint hier in diesem Vers? Das ist in Surah Al-Isra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Es wurde gesagt, dass damit die Seele gemeint sei, oder dass damit vielleicht bestimmte Malaika gemeint sein. Sie sind gekommen, aber die erste Ansicht, die ist wahrscheinlich stark, das mit der Seele. Die Mushrikun sind gekommen und sie haben den Propheten a.s. diese Frage gestellt. Und was wollten sie? Sie wollten jetzt eine ausführliche, eine vollständige Antwort. Der Prophet a.s. hat dann die Wahi bekommen, die Eingebung. Er sagte, sie fragen dich nach dem Geist, nach der Seele. Sag, die Seele ist vom Befehl meines Herrn. Der Geist ist vom Befehl meines Herrn. Imam Malik sagte, und es wurde ihnen hierbei nicht geantwortet. Und heutzutage viele Leute, sie kommen und sie stellen irgendeine Frage über den Islam, zum Beispiel ein Scheinargument, und sie wollen dann eine Antwort. Du musst nicht auf alles antworten. Vor allem Thematiken, die mit dem Qadr, mit der göttlichen Vorherbestimmung zu tun haben. Und ihr wisst, wir hatten hier in dieser Reihe ein sehr schönes Kapitel über die göttliche Vorherbestimmung, Al-Qadr. Da hat der Autor großartige Arbeit geleistet. Und die Leute kommen und sie sagen, ja,
ich habe Probleme mit dem Islam, ich würde den Islam gerne annehmen. Oder er schreibt sich vielleicht dem Islam zu. Aber das mit dem Qadar verstehe ich nicht. Das musst du mir endlich erklären, damit ich das verstehe. Weil ansonsten dies und jenes. Der Qadar ist die göttliche Vorherbestimmung von Allah. Allah ist der Allweise. Allah ist der Allwissende. Er weiß, was wir nicht wissen. Er weiß, was richtig und was besser für uns ist. Und er hat das Wissen über alles. Deswegen brauchst du dich nicht nur bei dieser einen Sache willst du dich vertiefen und das willst du davon abhängig machen. Und das müssen wir uns manchmal auch aneignen. Du musst nicht jedem alles antworten. Und vor allem, du musst auch nicht auf alles eine Antwort haben. Alhamdulillah, du glaubst. Das, was du weißt, du glaubst. Und alles, worauf du keine Antwort hast und worüber du unwissend bist, dann liegt das an dir, dass du kein Wissen darüber hast und dass Allah tabaraka ta'ala vielleicht uns dieses Wissen nicht oder dass wir dieses Wissen nicht erkennen konnten. Und ich nenne ein Beispiel. Ein Beispiel. Wallahi al-mathalul a'la. Du hast jetzt den Vater und du hast seinen Sohn. Der Sohn kommt und er fragt manche Sachen, wieso so und dies. Und oft ist es so, dass der Vater ihm nicht antwortet. Er weiß, was für ihn besser ist. Und er weiß, dass er dies machen soll. Und er antwortet seinem Sohn nicht. Er sagt, mach das. Das ist besser für dich. Und dann kommt er und er diskutiert. Und wenn er viel diskutiert, sagt, diskutier nicht, mach das und fertig. Und aus. Dann sagte der Autor weiter. وَقِيلَ لَهُ الرَّجُلْ يَكُونُ عَالِمًا بِالسُّنَنْ مُجَادِلًا عَنْهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ يُخْبِرُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا سَكَتْ. Und es wurde zu ihm gesagt, also zu Imam Malik gesagt, ein Mann ist wissend oder kann ein Mann wissend über die Sunna sein und trotzdem darüber diskutieren? Er antwortete, nein. Er soll die Sunna berichten oder übermitteln. Und falls sie von ihm angenommen wird, dann gut. Ansonsten soll er schweigen und nicht diskutieren. Das ist eine Regel, barakallahu fikum, für jeden, der Da'wah macht. Deine Aufgabe ist es, was zu übermitteln, zu berichten. Das ist eine Pflicht, das ist eine Sunna. Und wenn dies von dir angenommen wird, Alhamdulillah. Wenn nicht, dann brauchst du nicht darüber diskutieren. Dann sagte er weiter, قَالَ وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ فِي الْعِلْمِ يُذْهِبُ بِنُورِ الْقَلْبِ. Er sagte, das Diskutieren und die Auseinandersetzungen über das Wissen lassen das Licht im Herzen vergehen. وَقَالَ الْمِرَاءُ فِي الْعِلْمِ يُقَسِّ الْقَلْبُ وَيُوَرِّثُ الضَّغَنُ. Er sagte, die Auseinandersetzungen über das Wissen verhärten das Herz und verursachen Groll. وَكَانَ يَقُولُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يُسْأَلُ عَنْهَا كَثِيرًا لَا أَدْرِي. Und er pflegte über Fragen, über die er befragt wurde, oft zu sagen, ich weiß nicht. Wen haben wir hier, der das sagt? Das ist Imam Malik. Imam Malik, der große Imam, er sagt, ich weiß nicht. Heutzutage, er sitzt und er antwortet in einer Sitzung auf 50 Fragen und alle beantwortet er. Ja, kannst du machen, nein, kannst du nicht machen, so kannst du machen, so kannst du nicht machen. Dieses, ich weiß, und wenn er sagt, ich weiß nicht, dann ist es oft vielleicht vorgespielt. Wallahu ta'ala a'lam. Qala, wa kana al-Imam Ahmad yasluku sabilahu fi dhalik. Und Imam Ahmad pflegte dabei, seinen Weg zu beschreiten. Also so wie Imam Malik vorzugehen, ich weiß es nicht.